Hey, hallo und willkommen bei Devil, deinem YouTube-Date-Doktor. Heute wieder mit einer Devil-Magic-Folge. Heute werde ich euch zeigen, wie man Geldscheine schweben lassen kann. Ja, das Ganze ist wirklich ein sehr cooler Trick, gerade wenn man auf einer Homeparty eingeladen ist und mit den Leuten ins Gespräch kommen will oder man hat ein Date und will das Eis brechen und Anziehung erzeugen. Dafür sind diese Tricks wirklich sehr gut geeignet. Was braucht man dazu? Als erstes natürlich einen Geldschein. Man braucht dazu aber keinen 500-Euro-Geldschein, wie ich ihn hier habe. Ich hatte gerade einfach nichts anderes zu Hause. Es geht genauso gut ein 10-Euro-Geldschein oder 5 Euro. Es ist egal. Man kann auch ein Stück Papier nehmen. So, dann zeigt man erstmal sein Publikum hier die Vorderansicht, die Rückansicht und nochmal die Vorderansicht, damit die sehen, hey, mit dem Schein ist alles in Ordnung soweit. Dann faltet man das Geld hier in der Mitte, nimmt das Ganze dann zwischen Daumen und Zeigefinger, tariert das Ganze so ein bisschen aus, zack, und lässt das Ganze schweben. Man kann auch doch ein bisschen wippen damit. So, das Ganze sieht sehr cool aus. Was ist dabei passiert? Am besten, ich drehe mich einmal. Und hier ist die Lösung des Ganzen. Wir drehen den Schein ja ein paar Mal, um ihn unserem Publikum zu präsentieren. Und währenddessen, ihr seht es schon, ist die ganze Zeit die 2-Euro-Münze in meiner Hand. Die kann auch nicht wegrutschen, die ist relativ sicher und auch geschützt vor fremden Blicken. Dann drehen wir den Schein, falten ihn einmal in der Mitte, währenddessen falten wir dort auch das 2-Euro-Stück ein, ohne dass es jemand mitbekommt. Nehmen das Ganze zwischen Daumen und Zeigefinger und tarieren es dann so aus, dass dieses Geldstück als Gegengewicht fungiert und den ganzen Schein trägt. Dann können wir auch hier ein bisschen wippen, die Show einfach abziehen, dann das Geldstück in unsere Hand rutschen lassen und den Schein nochmal präsentieren. Tada! So, ihr wisst jetzt, wie man Geldscheine schweben lassen kann. Wenn ihr noch alte 500-Euro-Scheine zu Hause rumliegen habt, die ihr einfach nicht braucht, weil sie euch nerven, weil sie rumliegen, ja, dann schickt mir das Ganze per Post. Ich blende hier kurz mein Postfach ein. Nein, ist natürlich Blödsinn. Ihr würdet mir aber sehr helfen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dann einfach einen Daumen nach oben gebt. Und das wäre schon verdammt cool. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Man braucht natürlich ein bisschen Routine dabei, aber das kriegt ihr schon hin. Also, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Magic-Video wieder. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao. Ich gucke am liebsten Devils Videos.